Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile, wo wir bei Teil 4 angekommen sind und uns jetzt noch nach wie vor die lustigsten Sätze anschauen. Ich wünsche wie immer viel Spaß und ich hoffe, es gefällt euch. Anfangen tun wir mit dem Thema Spülen nicht vergessen. Und das kommt aus dem Lande Singapur. Und da muss man mit einer Geldstrafe rechnen, wenn man das Spülen nach der Benutzung einer öffentlichen Toilette vergisst. Es gibt noch ein weiteres Verbot in Singapur, da ist nämlich das Spielen von Instrumenten und das Singen ohne Genehmigung der Öffentlichkeit sowie im Bus- und Bahnverkehr verboten. Verstöße werden in der Regel mit Geldstrafe geahndet und wenn die Musik obszöne Texte enthält, kann das sogar mit einer Haftstrafe geahndet werden. Und da stellt man sich gerade so als Europäer und als Deutscher, sage ich mal, die Frage, wenn es jetzt auch langsam wieder wärmer wird, sieht man sie überall, die Straßenmusikanten. Das wäre ziemlich fatal, würde das auch in Deutschland gelten, wobei natürlich wahrscheinlich das dann sehr, sehr schnell unterbunden werden würde. Dann drittens, ein Gesetz aus der Stadt San Francisco, aus dem schönen Staat Kalifornien der USA. Da ist es verboten, mit Elefanten über die Market Street zu spazieren. Also, wenn ihr da mit euren Elefanten unterwegs seid, geht einfach über eine der Nebenstraßen, ist wahrscheinlich besser so. Viertens, historisches Picknick. Das kommt aus der Stadt Rom in Italien. Da ist es verboten, Picknicks vor historischen Kulissen zu machen. Und klingt jetzt erstmal ein bisschen skurril, hat natürlich aber den Sinn, dass das möglichst, sag ich mal, kein Stadtbild verschandelt, weil beim Picknick oftmals die Leute halt auch Müll etc. liegen lassen und quasi dann natürlich das Bild entsprechend stört. In Venedig in Italien ist es das Baden im Brunnen verboten. Auch eine komische Sache vielleicht, aber wer weiß warum. Das nächste verrückte Gesetz stammt aus Deutschland und es handelt sich hierbei um den Paragraphen 1314 Absatz 2 BGB. Und demnach kann eine Ehe aufgehoben werden, wenn einer der Eheleute bei Eheschließung bewusstlos oder nicht im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten war oder nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelte. Denn wie oft kommt das denn vor, dass man sagt, ach du, ich dachte das mit Hochzeit so, das war eigentlich nur Scherz, ich dachte, dass das keine echte Ehe war, na gut, komm, heb mir die wieder auf. Ja, und ganz ehrlich, bewusstlos oder nicht im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten. Also das erste kann ich mir ja gar nicht vorstellen, das zweite heißt höchstwahrscheinlich, wenn man massiv betrunken war, unter Drogen etc. Können natürlich aber auch schon daran scheitern, dass eigentlich die Rechtsfähigkeit nach § 1 gar nicht mehr so wirklich gegeben ist. Aber gut, schauen wir mal weiter. Dann kommt es noch ein Gesetz aus der Stadt Nogales, das liegt in Arizona der USA. Da ist das Tragen von Hosenträgern in der Öffentlichkeit verboten. Also Vorsicht an alle Bayern und andere Hosenträgerfans. Dort ist es für euch vielleicht nicht ganz sicher. In ganz Kanada gibt es auch ein Gesetz, und zwar bezüglich Restaurant- oder Hotelbesitzer, denn die müssen laut Gesetz Unterkünfte für berittene Gäste bereithalten, sprich Ställe oder Boxen für halt Pferdchen. Da fragt man sich natürlich, wie weit geht das? Gilt das auch für Elefanten, die kann man ja auch reiten? Gilt das für alle denkbaren Reittiere, die auch verschiedene Anforderungen haben? Und was passiert, wenn man dagegen verstößt? Ich meine, das Gesetz kommt natürlich ursprünglich mal so aus der Zeit, wo das Auto noch nicht so verbreitet war. Da waren halt Reiter hauptsächlich unterwegs. Da hat man gesagt, okay, wer hier Leute unterbringen will, muss auch sicherstellen können, dass das Reittier untergebracht werden kann. Macht damals Sinn und natürlich heute in Kanada ja auch noch Reiten weit verbreitet. Aber ich glaube, dieses Gesetz wird auch nicht in der Form vollstreckt. Wie nebenbei die meisten Gesetze, die wir hier finden, die, ich sag mal, de facto noch existieren auf Papier, aber in der Praxis halt sehr unpraktisch sind oder einfach nur nicht aufgehoben wurden, obwohl man sie gar nicht mehr vollstreckt. Dann gibt es noch was aus der Stadt Newport im Staat Rhode Island der USA. Da ist das Rauchen von Pfeifen nach Sonnenuntergang verboten. Also, wer gerne Pfeifen rauchen möchte, macht das bitte entweder vor Sonnenuntergang, wobei die Frage ist, was heißt nach Sonnenuntergang, höchstwahrscheinlich bis Sonnenaufgang, oder aber man lässt halt die Pfeife weg und nimmt ein anderes Medium dafür. In Leicester in Großbritannien ist es Juden verboten, ein Haus zu bewohnen oder zu kaufen. Und ja, da zeigt man halt, sagen wir, den antisemitischen Trend, den es gab. Das Gesetz ist nach wie vor noch in Kraft. Allerdings hat die Stadt 2001 offiziell verkündet, dass sie auf die Ausführung des Gesetzes verzichtet. Warum es nicht aufgehoben wurde, keine Ahnung. Aber es zeigt halt den damals, also noch vor 2001, zu gewissen Zeiten antisemitischen Trend, den es gab, wo versucht wird halt den Juden
ja, ich sag mal, jegliche mögliche Macht, ja, jegliches Recht auf Macht etc. zu entziehen. Dann gibt es noch was Interessantes aus China, denn da ist es Personen, die nicht miteinander verwandt oder verheiratet sind, nicht gestattet, zusammenzuleben. Klang jetzt mal komisch, da habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen länger nachgeforscht, hat auch eine Weile gedauert, hat wohl damit zu tun, dass aufgrund der Wohnsituation in China, wo es sehr wenig Wohnraum gibt, sehr viele, ich sage mal, große WGs sich vor allem gebildet hatten auf sehr engstem Raum und das wollte man dann gerne unterbinden und dadurch wurde dann dieses Gesetz herbeigeführt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit das geht. Also ich denke mal, im touristischen Bereich wird das nicht angewendet, aber falls doch, könnte es natürlich ein Problem sein, wenn man da als Gruppe mal irgendwo hin verreisen würde. Was jetzt wegen Corona ja eigentlich erstmal sowieso vom Tisch ist. Dann gibt es noch ein Gesetz, was am Zürichsee in der Schweiz gilt, denn da ist es verboten, einen gefangenen Barsch, der über dem Mindestmaß liegt, wieder freizulassen, sprich, den muss man fangen. Ja, alle anderen Fische darf man wahrscheinlich wieder freilassen, aber beim Barsch halt nicht. Im Staat North Carolina in den USA dürfen Elefanten nicht dazu verwendet werden, Baumwollfelder umzupflügen. Also, wenn ihr eure Baumwollplantage in North Carolina gerne bestellen möchtet, nehmt bitte nicht euren Elefanten und denkt an das vorige Mal, führt ihn auch nicht über den Market Street. Nein, macht das bitte auf andere Weise. In der Stadt Cleveland im Staat Ohio der USA dürfen Mäuse nur mit einer Jagderlaubnis gefangen werden. Entschuldigung, da muss ich jedes Mal wieder grinsen. Ist eine krasse Sache. Also für eine Maus eine Jagderlaubnis ist echt herb. Klar, in der Praxis nachvollziehbar. Was heißt Mäuse jagt? Man stellt Fallen auf, okay. Aber krass, einfach nur krass. Im Staat Idaho in den USA ist es verboten, auf einem Kamel sitzend zu angeln. Also bitte vom Kamel vorher absteigen oder nur vom Pferd oder anderen Reittier aus bitte angeln. Keine Ahnung, wie man auf so ein Gesetz kam. Kann ja immer nur dann eigentlich passieren, wenn man irgendeinen dabei ertappt hat und dem irgendwas passiert ist oder irgendeinen Schaden verursacht, wo man gesagt hat, okay, es gibt Leute, die machen das und das hat negative Auswirkungen, jetzt brauchen wir ein Gesetz. Keine Ahnung, wie man damit einen Schaden verursacht hat. Vielleicht hat der, keine Ahnung, das Kamel aus Versehen irgendwie den Haken in den Mund bekommen. Ich weiß es wirklich nicht. In Columbia, ich kann jetzt nicht sagen, ist der Staat oder die Stadt gemeint. Da ist es auf jeden Fall verboten, auf offener Straße Luft aus einem Ballon abzulassen und dabei ein pfeifendes Geräusch zu verursachen. Auch hier keine Ahnung, welcher Sinn dahinter steckt. In der Stadt Goyder Springs, im Staat Kansas der USA, ist es seit 2003 Pflicht, eine Schusswaffe samt Munition im Haus zu haben. Wer dagegen verstößt, darf mit einem Bußgeld von $10 rechnen. Sieht man auch einen gewissen Einfluss der Waffenlobby. Und ja, wie sicher wäre die Welt, hätten wir nicht alle Waffen? Höchstwahrscheinlich gäbe es nicht mehr so viele Konflikte, denn die meisten Leute wären schon tot. Im Staat Texas in den USA sind Kriminelle gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Opfer mündlich oder schriftlich mindestens 24 Stunden vor der geplanten Tat zu unterrichten. Ist also wirklich sehr, sehr höflich, wenn einer euch dort mal etwas Schlimmes möchte und ihr sagt, dass er euch nicht informiert hat und er kann es auch nicht belegen, also dann muss er halt später wiederkommen. Er hat ja dann einen Tag Zeit, wenn er schon mal da ist, sagt euch kurz Bescheid, dann wisst ihr, okay, ich habe jetzt 24 Stunden mich vorzubereiten, ehe ich jetzt umgebracht oder ausgeraubt werde. Das ist nur fair, da kann man entsprechende Vorbereitungen natürlich treffen. Im Staat Indiana in den USA ist es im Wintermonat verboten, ein Bad zu nehmen. Keine Ahnung warum. Darf man denn wenigstens duschen, weil Winter wird auch da ja wohl mindestens 3 Monate sein. Tja, wäre jetzt 3 Monate ohne komplette Reinigung vielleicht nicht so toll. Wo der Sinn dahinter ist, keine Ahnung. Vielleicht war es da so kalt draußen und ist noch ein uralt Gesetz und da sind Leute vielleicht erfroren. Ich weiß es nicht. In London, in Großbritannien natürlich, muss jeder Taxifahrer im Heck einen Heuball mit sich führen. Wie man sich denken kann, das Gesetz stammt noch aus einer Zeit, wo Taxis keine Taxis im heutigen Sinne waren, sondern halt Droschken, also sprich Kutschen. Und um sicherzustellen, dass die Tiere auch immer genug Futter da hatten, war das halt Pflicht gewesen. Heute natürlich wäre das krass, auch wenn es das Gesetz noch gibt. Wenn man darauf bestehen würde, ich glaube, der Taxifahrer würde einen nicht mitnehmen.
In Texas besagt ein Gesetz, dass wenn sich zwei Züge an einem Bahnübergang begegnen, und bitte hier aufpassen, mal sehen, ob jemand den Fehler bemerkt, beide Züge halten müssen und die Fahrt erst dann wieder fortsetzen dürfen, wenn der eine Zug den jeweils anderen Zug passiert hat. Ja, noch kurz, wie ihr weiterlest, vorstellt, da kommt ein Zug, so, kommt zu einem Bahnübergang und da kommt genau ein anderer Zug. Und jetzt müssen beide Züge so lange halten und dürfen erst die Fahrt fortsetzen, wenn der andere Zug das den jeweils passiert hat. Ja, also die halten an und können erst weiterfahren, wenn einer vorbei ist. Merkt ihr es? Genau. Das ist totaler Quatsch. Denn keiner der Züge würde jemals weiterfahren können, weil natürlich, wenn die beide halten, der andere unmöglich passieren kann. Das heißt, es gäbe nach dem Gesetz keinen Bahnverkehr. Das war wohl tatsächlich sogar mal so geplant gewesen, um die Bahn, sag ich mal, juristisch zu sabotieren. Und da wurde wohl nicht weit gedacht. Und tatsächlich wurde es dann umgesetzt, aber es wurde Gott sei Dank dann wirklich nie, nie, nie praktiziert, weil sonst wäre Bahnverkehr total undenkbar. Im Landkreis Logan County im Staat Colorado der USA dürfen Frauen während des Schlafens nicht geküsst werden. Also immer schön dran denken, die Frau vorher wecken, bevor man ihr einen zärtlichen Kuss gibt, dann ist alles wieder in Ordnung. Außer vielleicht, wenn es nicht eure ist, dann ist das immer noch sexuelle Belästigung. In der Stadt Cleveland im Staat Ohio der USA gilt seit 2005 ein Gesetz, also noch relativ aktuell, durch das die Betreiber von Peepshows und Erwachsenenbuchläden dazu verpflichtet werden, Kameras in den Zuschauerkabinen zu installieren. Die Kameras müssen hierbei den Bereich zwischen Hals und Knie filmen. Sprich, man achtet hier schon ein bisschen auf Datenschutz, so Personenschutz, ne, kein Gesicht erkennen. Die Überwachungsmonitore müssen für alle gut sichtbar sein. Für alle, ja, also auch für andere, ich sage mal, Besucher. Wird jemand bei der Selbstbefriedigung von den Kameras ertappt, so muss dies von den Angestellten oder der Polizei unterbunden werden. Also, wenn da jemand in eine Peepshow geht, unwissend über dieses Gesetz, man würde ja niemals behaupten, das passiert absichtlich. Und er sieht sich eine Peepshow an und die Kamera zeichnet auf, dass er Spaß mit sich selber hat. Dann kommt auf jeden Fall ein Angestellter rein, also, nee, Entschuldigung, richtige Reihenfolge. Dann erstmal kann das jeder mitverfolgen auf diesen Monitoren. Das wäre schon mal abschreckend genug, finde ich. Selbst wenn man auf die Idee käme, dass man da unbedingt gerne was an sich spielen möchte, aber okay. Zweites Problem, was er dann auf jeden Fall hat, wenn das einen echt nicht reichen sollte, nicht peinlich ist, dann kommt ein Angestellter oder die Polizei, die einen davon unterbinden müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das? Da steht nicht festgenommen werden müssen. Ich weiß nicht, ob die nur kommen, du mach das nicht, ob man ins Laden verwiesen wird oder ob da jemand mit einem Taser ankommt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das auch ein sehr skurriles Gesetz. Im Staat Georgia, der USA, gab es einen leider, oder was heißt leider, wahrscheinlich eher zum Glück, nicht verabschiedeten Gesetzentwurf, nachdem alle Hotels deutlich sichtbar Schilder mit der Warnung, ich zitiere, Geschlechtsverkehr, Ehebruch und Sodomie verboten und entsprechende Warnsymbole diesbezüglich aufhängen sollten. Keine Ahnung, wer auf die Idee kam und warum, aber gut. In der Stadt Carlsbad, im Staat New Mexico der USA, wahrscheinlich deswegen anders gesprochen, ist der Sex im Auto während der Mittagspause gestattet, kein Problem. Aber die Scheiben vom Innen müssen mittels Vorhängen verdeckt sein, dass niemand hineinblicken kann. Also, wer dort gerne mal im Auto Spaß haben möchte, immer schön an die Vorhänge denken, dass man die vorher zuzieht. In der Stadt Monroe im Staat Utah der USA müssen zwei tanzende Personen immer so viel Platz zwischen sich lassen, dass das Tageslicht zwischen ihnen hindurchscheinen kann. Wahrscheinlich will man hier sehr eng, fast schon sexuellen Körperkontakt vermeiden oder geht davon aus, da es ja auch einige sinnliche Tänze gibt, dass das dann quasi sexuelle Belästigung ist oder zumindest, ich sage mal, eine Art Nötigung oder öffentliches Ärgernis und dass man das quasi hierauf dann explizit ausgeweitet hat. Im Landkreis Ventura County im Staat Kalifornien der USA dürfen Hunde und Katze ohne vorherige Erlaubnis keinen Sex miteinander haben. Keine Ahnung, wie oft das passiert. Ich glaube, in der Natur kommt das eher selten vor. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht vorkommt. Ich halte das aber nicht für die Regel und ich glaube, aus Zwang würden die Tiere das auch nicht machen. In der Stadt Los Angeles im Staat Kalifornien der USA dürfen in einer Wanne maximal zwei Babys gleichzeitig gebadet werden. Auch hier
Keine Ahnung, wo da der Sinn hinter ist. Vor allem die Überprüfung dürfte auch sehr schwer sein. Ich glaube kaum, dass die Polizei rumgeht und regelmäßig Wohnungskontrollen macht, um zu schauen, ob eine Badewanne vielleicht doch mehr als zwei Babys sind. Im Staat Virginia in den USA wird das Verbreiten falscher Behauptungen bezüglich der Keuschheit einer Frau mit Geldstrafen in Höhe von $500 bestraft. Gut. Insgesamt das Verbreiten falscher Tatsachen unter Strafe zu stellen, klingt jetzt nicht verkehrt. Das explizit darauf auszuweiten, finde ich ein bisschen komisch. Dann fragt man sich nämlich, wie ist es zu diesem Gesetz wohl gekommen, konnte ich leider nicht finden. Aber da muss ja wohl wirklich jemand sehr geschädigt worden sein oder gute Kontakte gehabt haben zu jemandem, der der Rechtsprechung tätig war, dass dann so ein entsprechendes Gesetz auch entlassen wurde. Und als letztes, in der Stadt Gurnee, im Staat Illinois der USA, dürfen Frauen nicht in Shorts auf Pferden reiten, wenn sie mehr als 100 Kilogramm wiegen. Ja, da sieht man, das Bild der Frau, der übergewichtigen Frau, hat hier einen sehr negativen Anklang. Auch wenn das offiziell nicht in diesem Gesetz steht, ich kann nur davon ausgehen, dass man hier davon ausgeht, dass es einfach unästhetisch aussieht und die Leute deswegen gesagt haben, ja gut, da müssen wir halt etwas schwergewichtigere Frauen benachteiligen, denn das wollen die Leute nicht sehen. Also verbieten wir das ganz einfach mal. Massiver Eingriff meines Erachtens ins Menschenrecht, aber dort Gesetz. Und da ich jetzt nicht in der Lage bin, das Gesetz zu ändern, tue ich es auch nicht, sondern sage euch stattdessen, dass wir am Ende des Videos angekommen sind und kann nur hoffen, dass ihr ein bisschen schmunzeln konntet, dass es euch gefallen hat. Über einen Daumen hoch, nette Bewertung oder allgemein einen Kommentar, was euch vielleicht gefallen hat oder auch nicht, ist ja auch immer sehr hilfreich, würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen, denn dann hören wir uns das nächste Mal in einer Woche, allerdings mit einem anderen Thema. Hierzu kommt es dann erst in, glaube ich, 3 Wochen müssen es sein, das nächste Video. Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss!